Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute wird es sehr, sehr natürlich und nierlich auf den Nägeln, denn ich verwende ein Acrylgel, womit es wirklich aussieht, als wären es eure echten Nägel, wenn ihr sie verlängert habt. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch heute in diesem Video. Alle Produkte, die ich sonst noch verwende, außer das Acrylgel, findet ihr wie immer in der Infobox. Wir legen auch direkt los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen. Als erstes fange ich mal an, meine Nägel vorzubereiten. Dafür findet ihr das Video bereits auf meinem Kanal. Einfach mal reinschauen. Und wenn ich das geschafft habe, dann fange ich an, meinen Dehydrator aufzutragen mit dem Dehydratorstift von Jolifine. Habt ihr einfach immer eine perfekte Dosierung. Nehmt nicht zu viel, nicht zu wenig. Das einfach auf alle Naturnägel auftragen und einfach an der Luft trocknen lassen. Das zieht wirklich ganz, ganz schnell weg. Dann nehme ich auch schon mein Ultra Bond Haftmittler von Lini Nails. Das ist mein Primer und der kommt in so einem kleinen Fläschchen und den trage ich jetzt auch auf meine Naturnägel auf. Wenn ihr noch Gel drauf habt, muss der auch nur dahin, wo Naturnagel ist, also nicht auf das Gel auftragen. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem Base Coat mit Keratin. Der ist auch wieder von Jolifine und das nehme ich jetzt als Grundiergel. Das lässt sich natürlich durch den Pinsel super auftragen. Ihr könnt es ein bisschen in den Nagel einmassieren. Schön aufpassen, dass ihr nicht an die Haut kommt, sonst läuft da nachher auch das Gel hin. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber trotzdem arbeite ich hier parallel, weil man eben so wenig Produkt nimmt, dass es normalerweise nicht in die Ränder laufen sollte. Und wenn dann alle Nägel bestrichen sind und auch schön die Ränder und die Kanten damit eingestrichen sind, dann lasst ihr das einfach 60 Sekunden in der LED-Lampe aushärten oder auch 120 Sekunden in der UV-Lampe. So, ich möchte jetzt meine Nägel verlängern. Dafür setze ich mir die Schablone unter meinen Nagel an. Ich habe sie hinten aufgetrennt. Als erstes klebe ich sie dann immer vorne unten an der Spitze zusammen, damit ich mir jetzt mehr diesen Tunnel bilde. Und jetzt kann ich sie richtig schön unter meinen Nagel schieben. Es darf keine Luft an den Rändern sein und es sollte auch keine Luft zwischen Schablone und Nagel sein. Dann befestige ich sie mir, drücke mir die nochmal ein bisschen schmaler, damit ihr einen schönen Tunneleffekt habt. Und jetzt nehme ich eben mein Extension Gel in der Farbe Daydream. Das ist so ein Nude-Ton und das drücke ich mir jetzt direkt aus der Tube auf den Nagel. Dann braucht ihr Acryl Liquid. Ich fülle mir das in so eine kleine Glasschale und jetzt nehme ich mir erstmal ein Rosenholzstäbchen, gehe damit etwas in die Flüssigkeit, damit das Acrylgel nicht am Stäbchen klebt. Und damit forme ich mir jetzt erstmal die grobe Form. Ich finde, mit dem Stäbchen macht sich das ganz gut, weil ihr einfach mehr Druck ausüben könnt und damit es schneller in die verschiedenen Richtungen drücken könnt als mit einem Pinsel. Es gibt natürlich auch richtige Pinsel, den nehme ich auch später nochmal für die Feinarbeiten. Aber für die groben Sachen wirklich erstmal das Gel breit drücken quasi, etwas dichter an die Ränder drücken. Dafür macht sich das mit dem Rosenholzstäbchen wirklich super. Damit könnt ihr natürlich auch direkt an den Rändern lang gehen, falls ihr doch mal an die Haut kommt. Das muss natürlich vor dem Aushärten sauber entfernt werden, damit sich da keine Liftings bilden. Und dann modelliere ich mir jetzt mein Gel so hin, dass ich natürlich den Stresspunkt meines Nagels verstärkt habe. Das ist der Punkt, an dem der Nagel immer am ehesten brechen würde. Das seht ihr auch, wenn ihr auf euer Naturnagel vorne raufdrückt. Das ist die weiße Stelle, die sich dann bildet auf dem Nagel. Und die muss natürlich verstärkt sein. Ich möchte mir eine Mandelform modellieren, deswegen gehe ich jetzt auch schon vorne etwas in die Rundung rein. Und wenn ich jetzt eben die grobe Form habe, nehme ich mir meinen Pinsel, auch den tauche ich in das Acryl Liquid ein, um das Gel bearbeiten zu können, damit es nicht am Pinsel klebt. Auch zwischendurch nehme ich mir immer wieder Flüssigkeit auf, tupfe den Überschuss etwas an der Zillette ab, sodass ihr da wirklich schön und sauber arbeiten könnt, euch nicht irgendwelche Hubbel oder Fäden zieht. Und wenn ihr dann eure Form modelliert habt, lasst ihr das Ganze wieder in der LED-Lampe aushärten, entweder 60 Sekunden oder auch in der UV-Lampe 120 Sekunden und dann könnt ihr weitermachen. Lasst euch wirklich Zeit beim Modellieren. Natürlich kann man immer feilen, aber umso sauberer ihr jetzt arbeitet, umso weniger Feilarbeit habt ihr natürlich danach.
So, das Ganze mache ich jetzt natürlich auch noch an den restlichen Nägeln. Hier zum Beispiel auch wieder am Mittelfinger, auch wieder die Schablone schön angelegt. Erst wieder mit dem Rosenholzstäbchen die Form grob auf den Nagel bringen, das Gel grob verteilen und dann nachher mit dem Pinsel arbeiten. Was eben super an diesem Acrylgel ist, dass ihr einfach alle Zeit der Welt habt. Es läuft nicht zur Seite, es bleibt wirklich da, wo es hin soll. Und es ist auch ganz schön, weil es ein bisschen widerstandsfähiger ist als, ich sag mal, normales Gel. Das ist doch ein bisschen härter und gerade gut geeignet, wenn ihr doch ein bisschen mehr mit euren Händen arbeitet und nicht nur am Laptop sitzt, sag ich mal. Auch hier wieder schön den Stresspunkt verstärken. Ihr tendiert wahrscheinlich am Anfang genauso wie ich auch jetzt teilweise noch dazu, viel zu viel Acrylgel zu nehmen, sodass ihr mehr nach vorne hin sehr lang werdet. Ich werde mir die nachher auch noch kürzen, die Nägel. Aber das ist gar nicht so schlimm. Lieber ein bisschen mehr am Anfang nehmen als zu wenig. So habt ihr wenigstens eine geschlossene Form und müsst dann nicht noch irgendwo andocken. Und auch das natürlich dann einfach wieder aushärten lassen. Und wenn ihr alle Nägel habt, entfernt ihr die Schablonen, cleanert die Oberfläche. Dafür könnt ihr Cleaner nehmen, könnt ihr aber auch einfach das Acrylliquid wieder nehmen, um die Schwitzschicht zu entfernen. Wichtig ist auch unterm Nagel lang zu gehen, weil auch da klebt das Acrylgel. Und jetzt feile ich mir meine Nägel in Form, so wie ich sie haben möchte. Ihr seht, ich habe sie ein bisschen gekürzt, ich habe eine Mandel gemacht. Und jetzt nehme ich meinen Milky Rosé Sealer ohne Schwitzschicht von Lini Nails. Der hat so einen ganz leichten Hauch Make-up noch drinne. Und damit versiegel ich mir jetzt erstmal meine Nägel. Wenn ihr es wirklich komplett natürlich haben wollt, dann seid ihr jetzt auch schon durch. Ihr habt wirklich einen sehr, sehr natürlichen Look. Es sieht wirklich aus, als wären es eure Naturnägel, die ihr einfach mit ein bisschen Gel verstärkt habt. Und beim Versiegelungsgel natürlich auch darauf achten, dass ihr schön die Kanten versiegelt, schön an die Ränder geht, damit ihr das Acrylgel auch sehr schön umschließt und sich da nachher nicht irgendwelche Liftings bilden. Auch das Gel kann wieder 60 Sekunden in einer LED-Lampe aushärten oder 2 Minuten in einer UV-Lampe. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch ein paar schlichte Sticker zu benutzen und aufzutragen. Das sind diese abstrakten goldenen Kreise, die fand ich ganz schön und die lege ich mir jetzt einfach auf den Nagel auf. Das Gute ist, es ist keine Schwitzschicht entstanden, das heißt, ihr habt jetzt eine schöne glatte Oberfläche, wo die Sticker wirklich super und bombig drauf halten. Ich trage sie jetzt einfach mit einer Pinzette auf, lege sie mir so hin, drücke sie etwas mit einer Zellette fest und dann nehme ich mir auch nochmal einen Topcoat und versiegel die natürlich auch nochmal, damit die auch halten und nicht abrubbeln oder abgehen. Da könnt ihr jetzt jedes Versiegelungsgel nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt den Super Topcoat hier von Born Pretty. Und die anderen Nägel, wo keine Sticker drauf sind, die sind schon fertig. Da müsst ihr natürlich nicht nochmal versiegeln. Wirklich jetzt einfach nochmal das Nail Art quasi umschließen. Und damit es auch schön hält und ihr lange was davon habt. Und dann seid ihr auch schon durch, denn mehr mache ich jetzt auch nicht. Was ich zum Abschluss natürlich nach dem Aushärten immer noch ganz gerne mache, ist Nagelöl benutzen. Hier benutze ich jetzt zum Beispiel das Julifi Nagelöl Mango, was auch schon fast leer ist, aber es riecht wirklich super, super gut, schön fruchtig und frisch. Das tragt ihr jetzt um eure Nägel auf, schön auf die Nagelhaut, massiert es etwas ein und dann habt ihr gepflegte Nägel. Ihr habt wirklich einen richtig natürlichen Look, gerade bei der Mandel, das finde ich auch immer super natürlich, super schön, sehr, sehr edel, sehr elegant, finde ich. Und dann seid ihr durch. Wenn ihr noch Fragen habt, immer in die Kommentare damit. Ich würde mal gerne wissen von euch, ob ihr auch so der natürliche Typ seid oder ob es wirklich ständig immer knallig auf den Nägeln bei euch sein muss. Ich wechsle tatsächlich immer hin und her. Jetzt gerade habe ich Lust auf diesen natürlichen Look. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt es auch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.